Herzlich willkommen bei CF Unboxings und der neue Animationsfilm von Illumination Entertainment Pets ist für das Home Entertainment erschienen und ich habe hier die 4K Ultra HD Blu-ray Version des Films. Diese werde ich euch jetzt vorstellen. Wir haben die Blu-ray natürlich wieder in ein wunderschönes Slipcover, in einen wunderschönen Schuber gefasst, wie es bei den UHD Blu-rays von Universal jetzt immer der Fall sein wird. Und bei den 3D Blu-rays haben wir immer ein Lenticular-Cover mit dabei. Bei Minions sah das dann so aus. Das ist der letzte Film davor gewesen von Illumination, deshalb passt das auch sehr gut. Und hier bei den 4K Blu-rays haben wir auch eben einen Schuber und dann kein Lenticular-Motiv, sondern so einen aus Plastik geformten Glänz Motiv Schuber, der aber auch relativ edel immer dadurch aussieht und fühlt sich sehr cool an, sieht super aus. Oben dann 4K Ultra HD Plus, was alles mit dabei ist. Und ich finde es fast ein bisschen zu viel, was man oben mit drauf fällt. Hätte einfach das 4K Ultra HD Logo gelangt. Nicht auch noch das. Dann auch noch, dass da drei Minimovies mit drauf sind. Die Info jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, aber ansonsten sieht es richtig cool aus hier mit den ganzen Charakteren, die alle sehr süß und niedlich sind. Auf dem Spin, auf der Seite dann natürlich dann Illumination präsentiert Pets. Das ist sehr witzig, dass es gleich groß geschrieben ist. Das war zum Beispiel bei Minions nicht so. Also man legt einfach sehr viel Wert darauf, dass der Film von Illumination ist anscheinend. Ultra HD Blu-ray Logo natürlich, dann das Universal Pictures Logo sowie ein Bild vom Hauptcharakter. Auf der Rückseite natürlich wieder sämtliche Informationen zum Film, was ich sehr schade finde, ist, dass wir da überhaupt keinen Platz haben für irgendwelche Screenshots oder einfach schöne Bilder vom Film, sondern einfach alles vollgeballert mit Informationen. Ich gehe mal etwas genauer drüber. Oben hätten wir dann die Infobeschreibung. Hier ein ganz kleines Bild von der Hauptfigur und von der Katze. Ansonsten hier noch, was man braucht, um den Film in 4K leben zu können und was 4K alles kann. Wir haben einige Blu-ray-Features mit dabei, sowie drei Mini-Movies. Die habe ich mir noch gar nicht angeguckt, deshalb kann ich da jetzt nichts dazu sagen. Ansonsten stelle ich die Kamera mal lieber hin und zeige euch das Ganze so. Wir haben eben die drei Minimovies und noch sämtliche andere Specials. Die habe ich, wie gesagt, noch nicht angeguckt, aber es scheint echt einiges zu sein. Also für Fans des Films auf jeden Fall eine coole Sache. Ansonsten haben wir in Deutsch sowohl als auch in Englisch eine Dolby Atmos Tonspur, was richtig geil ist, denn normalerweise haben wir in Deutsch ziemlich große Abstufungen, was den Ton angeht, aber hier kommt man da echt voll auf seine Kosten, wer halt eine gute Soundsystemanlage hat, das ist dann richtig geil. Jetzt würde ich sagen, nehme ich den Schuber mal ab, eben das Ganze eben so aus Pappe und jetzt haben wir hier die normale Armory, natürlich in Schwarz. Wir haben ein Wendecover mit dabei und einen UV-Code natürlich. Und ich warte noch auf die Kamera, genau so. Auf dem Spin ist das Ganze natürlich auch falsch rumgedruckt und sieht ganz genauso aus. Auf der Rückseite ebenso. Und wenn wir das Ganze öffnen, haben wir dann da einen Flyer mit den ganzen anderen 4K-Veröffentlichungen von Universal. Eigentlich auch alles sehr gute Veröffentlichungen mit einem sehr tollen Bild. Hier natürlich dann noch der VCode, den habe ich bereits eingelöst. Und hier dann die zwei Discs. Wir haben leider keine unterschiedlichen Motive. Aber das ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Sonst haben wir ein bisschen viele Logos drauf. Ich finde vor allem wieder bei der 4K Blu-ray aus allen möglichen Ländern die Freigaben ziemlich unsinnig. Dahinter seht ihr natürlich die schwarze Armory. Das war es ansonsten auch schon mit der Vorstellung von der 4K Blu-ray. Es ist keine so besondere Edition, aber durch den Schuber sieht das Ganze schon eigentlich ziemlich hochwertig aus. Der Film ist ja auch recht unterhaltsam. Natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Hochproduktionen von Disney oder Pixar. Hier ist halt die Story jetzt eher zweitrangig, sondern es geht hauptsächlich um den Spaß und um die süßen, niedlichen Charaktere. Und das 4K des Films ist auf jeden Fall auch super und für alle Leute, die halt bereits das Equipment haben und die Interesse haben, sich die 4K Blu-ray zuzulegen, kann ich nur einen Daumen nach oben geben und sagen, lohnt sich auf jeden Fall. Das war's jetzt mit meiner Vorstellung. Lasst mich gerne eure Meinung wissen, wie euch der Film gefällt, wie euch die Veröffentlichung gefällt. Gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Links zur 4K Blu-ray und zur 3D Blu-ray und zu allen anderen Versionen sind übrigens natürlich wieder in der Infobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis demnächst.